Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt der State of Decay. Ja, ihr wundert euch, warum ist denn jetzt schon wieder Ladescreen? Hä? Ja, ganz einfach, in dieser Session ist ja irgendwie das Spiel abgesoffen. Und wir haben Bevölkerung von 12. Hä? Materialien wurden gefunden, okay, alles ganz schick. Jetzt gucken wir uns das mal an gleich, was ist hier noch passiert und was hat er mitgenommen. Basisaktion, also wir haben die selbstgemachten Medikamente, das scheint geklappt zu haben. Materialien haben wir gefunden und dann gucken wir uns mal die Karte an. Und der Verbündete in Schwierigkeiten ist immer noch der Verbündete in Schwierigkeiten. Das andere haben wir hier fertig, das war hier vorne irgendwo, hier in das Dinger. Das haben wir fertig, das heißt wir machen den Verbündeten. Und das Auto, was hier stand, das steht jetzt da hinten. Das hat er also sozusagen rüber geparkt. Aber den Verbündeten, den hat er sozusagen nicht mal mitgenommen. Gut, okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal da zu Fuß hin. Weil da unser Auto steht. Genau, unser Auto. Bin ich jetzt blond oder bin ich blond? Manchmal bin ich auch blond. Aber sowas von blond. Man nennt mich auch Blondie. Mit der blonden Däne. Genau. So. Machen wir einen schönen ausgiebigen Abendspaziergang. Ja, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Den kann man dann auch mal in einer Zombie-Apokalypse machen. Ja. Ist ja auch ein schönes Wetter. Ja. Man sieht das hier so. Hier und da sind zwar ein paar Zombies. Die rennen wir mal ein bisschen weiter hier weg, damit wir hier Abstand haben. Die müssen nämlich erstmal darüber und dann sind wir sowieso von denen auf Entfernung. Und jetzt geht es sozusagen in diese Richtung. Und dann haben wir eh unser Auto und ein Zombie, der da rumsteht. Den entsorgen wir mal. Die Frage ist, ob Mr. Fat Tony auch da ist. Also dieser dicke Zombie. Ja. So, kämpfen, Stufe 6 Increase. So, da ist unsere Karre. Die wäre schon mal da. Irgendwo haben wir hier ein paar Zombies und zwar jede Menge. So, hier machen wir mal in die Karre rein. Machen wir diesmal ein bisschen anders. So, ja. Können ja mal hupen. Wie ging das? So, nehmen wir mal den Zombie mit. Und den Zombie nochmal mit. Genau, passt schon. Und dann gehen wir mal raus. Raus! Oh Gott, das stellt sich hier gerade auch ein bisschen an wie der erste Mensch hier. Der hat noch nie ein Auto gesehen. So. Hallo, Zombie. So. Okay. So. Madel. Was los? Eskortier die Überlebenden. Na, das ging ja. So, also hier rin mit dir. Auf die Karre mit dir. So. Den Zombie haben wir da irgendwie mitgerissen. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber es hat geklappt. Das Ergebnis zählt. Ja, das Ergebnis. Ich bin ja mal froh, dass wir überhaupt ein Ergebnis erzielt haben. Nach dem Spielcrash. Ich weiß auch gar nicht, warum das gecrashed war. Ja, wir waren ja kurz dann auf der Karte, weil wir irritiert waren. Und ja. Kann passieren. Ist übrigens das erste Mal, dass mir das Spiel gecrashed ist. Ja. Von daher, ja, ist das alles noch im Rahmen des Vernünftigen. Ja. Und so viel haben wir jetzt auch nicht verloren. Ja. Nur, dass die letzte Folge natürlich ein paar Minuten kürzer war. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, oder? Ja. Konnte halt ein bisschen sozusagen den Tag ein bisschen was im RL machen. Ja. Habe ich euch nicht die meiste Zeit des Tages geklaut. So. Gut, wir sind da. Liefern die nette Dame ab. Und dann wollen wir mal schauen, mal, wie viel Einfluss wir haben. Naja, ein bisschen ist da. Das heißt, wir werden mal dann die Baumaterialien ranholen. So. Junge Dame? Ach, die klemmt da. Die ist leicht verklemmt. Willst du nochmal einsteigen oder eher nicht? Nee, wa? Hey, das Spiel macht mich jetzt hier irre. So, kommst du jetzt mit?
Junge Dame. Okay, sie ist jetzt reingegangen. Mann, das war jetzt aber auch eine Geburt. Ja. So. Schauen wir mal nach, was wir schickert machen können. Das hat ein bisschen Einfluss gegeben. Das heißt, wir können hier auch noch mal ein bisschen Material machen. Das heißt, wir machen hier noch mal Medikamente. Wir machen auch noch mal... was war das andere? War hier was noch? Das können wir auch mal machen. Biodiesel. Ist ja auch nicht verkehrt. Da ist er noch was am machen. Die potenten Stimulantien. Oh, die dauern aber lange. Die dauern jetzt wirklich lange. Gut. Die komische Army-Sache. Ja, das machen wir. Aber wir brauchen erstmal Materialien, weil du wolltest doch Materialien haben. Aber ich brauche noch eine zweite Person, ne? Wo ist die zweite Person? Alleine mache ich das jetzt hier nicht. Vor allem nicht im Dunkeln hier. Boah, wo sind die ganzen Leute hin? Warum ist da zu? Was ist hier los? Seit wann wird die Tür so abgeschlossen? Keine Ahnung. Irgendwie seltsam. Wo ist die Dame hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Was ist da passiert? Die Tür ist immer noch so offen. Die gehen auch sonst zu. Sind hier keine Leute? Ist mir der Speicherstand abgesoffen? Ah, kann ja auch sein. Nee, da sind Leute. Okay. Ich wollte schon sagen. So, sprechen wir mal mit der hier. Halt mal den Rücken frei. Müde oder verletzt, sie will nicht. Okay, da ist noch jemand. Hallo, kommst du mit? Kann auch nicht mitkommen. Ist auch müde oder verletzt. Toll. Da steht doch jemand. Wer ist denn das? Ah, Mr. Machete. Ja, komm du mal mit. Ja, 100 Einfluss kostest du. Wow, ist halt kaum nur Einfluss. Ist ja auch ein hartes Brot. Wo müssen wir denn hin jetzt für die Baumaterialien? Ne? Das wäre hier, die Materialien nach Hause bringen. Und während wir das machen, darf sie nämlich, hoppala, nach weiteren Materialien funken. So, nach Materialien fragen. 20 Einfluss, das geht eigentlich. Genau. Noch herrscht das Gesetz in Marshall, ja. Das Gesetz herrscht hier noch. Naja, ob das so wirklich hier herrscht, ist glaube ich eher mehr ihr Wunsch oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in so eine Zombie-Apokalypse irgendwas noch herrscht, ja. Da herrscht der Menschenverstand sowieso nicht mehr, würde ich mal behaupten, ne. Da ist vorbei. Okay. Dann düsen wir mal hier an den Marshalls hier vorbei. Danke sehr. Und irgendwo müssen wir dann hier ran. Wir fahren gerade sehr weiten Bogen. So weiten Bogen bräuchten wir gar nicht fahren, theoretisch. Ja, hier sieht es schon ganz gut aus. Ich glaube, das ist sogar das Gebäude. Gebäude, nicht das Gebäude. Das Gebäude. Ne, dieses kleine ist es nicht. Das ist hier noch dahinter. Das da, mit dem Fragezeichen. Das sieht auch sehr nach einer Möglichkeit aus, dass das wirklich da drin ist. Genau, hier sind wir Z-Free. Sehr schön. Dann schauen wir mal rein, was hier Z-Free ist. Ja? Vielleicht kriegen wir auch nochmal andere Zeug. Wir haben mal ein paar Patronen. Joa, Patronen gehen immer. Schauen wir mal weiter. Suche. Und wir haben... Bingo. Genau. Oh, da ist was für Mr. Machete. Leicht abgenutzt, aber... Good, right?
Ja, das ist nicht nur gut, das ist spitze, würde ich mal sagen. So, damit ist dieser Platz hier fertig. Dann haben wir auch was für Mr. Machete wieder. Und wir haben Baumaterial. Also genau, was wir eigentlich alles wollten. Eigentlich alles ganz schick. Und da vorne haben wir Kundschaft. Hallo. Sie wollen einen DSL-Anschluss. Hier kriegen sie ihn. Direkt verlegt im Kopf. Hoppala, da ist was kaputt gegangen. Das reparieren wir aber nicht. Dafür sind wir nicht zuständig. So, der Nächste, der einen will. So. Und hier hinein. Und dann geht's wieder nach Hause. Du musst nach Hause fahren. Du musst nach Hause fahren. Ja, machen wir das mal. Ich bin doch recht froh, dass hier Triff Ray auf dem Dach. Das können wir ja theoretisch auch machen. Was ist denn da noch los? Da ist jemand in Gefahr. Ja, fahr den mal über. Oh Gott, da ist noch was los. Was ist denn hier los? Habseligkeiten. Das liegt was rum sozusagen. Und da ist ein Aussichtspunkt. Den könnten wir theoretischerweise machen. Aber erstmal machen wir mal hier die Pegida-Partei hier. Naja, Partei ist es ja nicht. Ich glaube, die hätten es gerne. Dass sie eine wären. So. Die Frigida-Partei. So. Frigida-Partei. Hey, ihr seid hier aber frigide. Hier muss ich irgendwo hoch. Mal gucken, ob ich das hier finde, wo ich da hoch muss. Theoretischerweise muss doch dann hier irgendwo eine Leiter sein. Na, kommst du? Kommst du oder willst du nicht? Wo ist wieder mein Anhang weg? Der ist natürlich wieder weg, der Anhang. Irgendwie habe ich hier gerade Orientationsprobleme. Das spielt meine Kamera richtig verrückt hier. Jetzt sehe ich noch weniger als vorher. Was soll das? Oh, so jetzt aber. So, wo ist der? Irgendwo da hinten theoretisch. Lampe können wir ausmachen theoretisch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo rankommen. Ja, mit Springen. Cool. Also das sieht sogar schon fast gut aus, die Bewegungsabläufe. Oh, da wäre, glaube ich, nochmal Baumaterial. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Aha. Glad you made it. Hope this wasn't too far out of your way. I like to come up here sometimes to think. Really gives you a sense of the big picture, you know? Go ahead, have a look. Take it in. My family's got deep roots in this town. My grandpa started with nothing but the deed to a few dozen acres of empty wilderness. He spun it into a lumber empire to put all four of his kids through college. My father took that education and gave back to this town. Miguel Santos was the first Latino mayor Marshall ever had. Did you know that? Community, you see. That's what matters, now more than ever. All of us together, doing our own thing, but helping our neighbors when they need it. Marshall's seen some pretty bad times, and some good. But my family's always done our part to help her through the bad and make the good even better. The way I see it, this whole thing is just another bad time. And I just know my daddy and granddaddy are looking down at me right now saying, Raimundo, you've got to do the right thing. So that's what I'm doing. Just helping out any way I can. You need supplies? I can arrange a trade. You need a car, I can hook you up. Anyway, I've taken up enough of your time. You've probably got a lot on your mind. You don't need old Ray talking your ear off. Tell you what though, give me a little while to put something together. A sort of a welcome to the neighborhood present. I'll give you a call when it's ready. See you then? I'm cool with that. Perfect. You stay safe out there. Jo. Okay, dann sollen wir hier ein bisschen Aufklärung noch machen. Machen wir auch mal. Gehen wir mal hier auf die Seite hier. Dann geht der linke Trigger. I'll take a look around. Und dann schauen wir uns mal um. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Haus. Ein Haus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Haus ist. Das ist übrigens eine Polizeiwache. Das ist kein Haus. Das ist
Ein Donut-Shop. Also jetzt müsstet ihr mein Grinsen sehen. Oh. Ein Glück habe ich keine Facecam. Und ein Glück habe ich Ohren, sonst würde mein Grinsen einmal komplett um den Kopf herumgehen. So. Ein Fahrzeug, ein Haus, ein Büro. Dann haben wir da nochmal ein Haus. Einmal ein Haus. Jede Menge Häuser anscheinend. Da ist übrigens nochmal ein Büro. Eine Zombie-Horde. Okay, mal was anderes. Eine SWAT-Zombie. Was für ein Kampf. Potenzielle Heimatbasis nochmal. Einmal ein Supermarket. Einmal ein Haus. Und noch ein Haus. So, wir gehen mal dafür ein bisschen rüber. Dann wird das noch ein bisschen besser sehen. Wow, das ist übrigens wie ein bisschen wie in Hollywood. Schaut mal hier mit den M da. Cool. Ein SWAT-Zombie, eine Feuerwehr, okay. Da sieht man es auch drauf stehen. City of Marshall Fire Department, Namen One. Jo, okay. Da sind auch nochmal Fragezeichen, gucken wir uns die auch mal an. Da drüben sind so schöne Stromerzeuger. Die machen hier so Naturstrom. Also eigentlich eine sehr fortbildliche Stadt. Aber unrealistisch in Amerika. Wobei ein bisschen Stromanlagen solche haben sie auch schon. Also so schlimm ist es eigentlich nicht wirklich. Ja, auch mal davon abgesehen, dass sie ihre fetten Autos fahren. Die leider ja bei uns mittlerweile auch immer mehr fahren. Und gerade in so einer Stadt wie Berlin totaler Mommensinns. Ja. So, Büro. Nochmal ein Büro. Eine Apotheke. Da wohnt übrigens Mr. Abu Dhabi. So, und dann gucken wir uns die Ecke jetzt noch an. Dann haben wir alle vier Ecken. So, einmal ein Kreischer. Einmal ein SWAT-Zombie. Dann noch ein Kreischer. Gut, eine Lagerzille. Das dürfte eine Tankstelle sein. Ne, Autohändler. Okay. Einmal ein Haus. Da läuft noch ein Fragezeichen entlang. Das ist eine Zombie-Horde. Jo, ich würde mal sagen, wir haben alles ausgespäht. Gut. Dann bringen wir mal die Materialien zurück. Ja, die warten nämlich schon da drauf. Materialien. Oh, unter mir ist voll was los. Okay. Die Geräusche verheißen nichts Gutes. So, einmal bis hierhin. Hier sind die Koordinaten. Neues Gebiet mit Materialias. Das klingt doch mal positiv. Yo. Der will hier nicht abfallen oder was? Irgendwie nicht. Machen wir mal so. Das war doch auch ganz nett. Ja? So mal mit dem Verkehrsschild abentsorgt. Gut. Auf geht's nach Hause. Ich glaube, ich war hier eigentlich auf der falschen Spur. Das ist für Fußgänger, aber. So. So sieht's doch ganz schick aus. Und das dürfte jetzt auch wieder einige Punkte gebracht haben. Hoffe ich zum. Ups. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wir können uns wieder jemanden schnappen. Schnieschner schnapp. So. Okay. 189 haben wir Einfluss. Könnte ein bisschen mehr sein. Ein bisschen wenig irgendwie. Ja? Aber gleich wird es ein bisschen. Wir haben Materialien. Okay, 200 noch was. Dann haben wir hier die Machete. Wir haben die Muni. Und jetzt sehe ich hier auch, dass der jede Menge Zeug hier noch bei sich hat. Warum hat denn der so viel Zeug hier bei sich? So, okay. Alles mal reingepackt. 283, sieht ganz schick aus.
Da ist irgendwas in meiner Heimatbasis. Was ist denn hier los? Ach, das ist die Wegmarke, wa? Na, komm ich hier runter oder nicht? Das ist die Wegmarke. Gut. Hier haben wir dann wieder was zum Durchsuchen. Suche nach Materialien. Gucken wir mal, ob wir hier Mr. Machete sehen oder ob der wo ist oder... Ach, weiß es nicht. Ja, ich bin erschöpft, ja. Da ist doch jemand. Mr. Machete. Ja, komm mal bitte mit. Wieder mal. Ich fass es nicht. So, wir machen den Weg aber zu Fuß. Juhu. Schwupp, der liegt. Nächster bitte. Also ein bisschen Benzin sparen sozusagen. Also viel hatten wir ja jetzt nicht mehr. Ich habe zwar jetzt die Biodieselproduktion, aber ja, man kennt's ja. Und ich sehe gerade, dass wir schon ein bisschen überzogen haben. Deshalb machen wir ja mal kurz Pause. Hoppala, wo machen wir Pause? Wo können wir Pause machen? So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Materialien holen. Also ciao, ciao, bye bye und bis zum nächsten Mal.